Ich habe etwas gemacht, was vielleicht erstmal komisch erscheint, aber ich denke, es ist eine gute Idee. Und zwar, so, jetzt wollte ich das hier im Vollbild. Und zwar habe ich eine Motivation vorbereitet, warum wir das überhaupt machen. Wir knüpfen da so ein bisschen an das, was wir letzte Woche gemacht haben. Ich habe es auch schon denjenigen in der Übung versprochen, was jetzt heute kommt. Wir machen erstmal was, das sieht auf den ersten Blick völlig anders aus. Also das hat erstmal gar nichts mit denen zu tun, auf den ersten Blick, was wir letzte Woche gemacht haben. Wir haben nämlich letzte Woche, oder Martin, erstmal die verschiedenen Arten eingeführt, wie wir Lernprobleme formulieren können, wie wir Algorithmen formulieren können, die diese Lernprobleme lösen. Wir haben auch ein ganz, ganz konkretes Beispiel gehabt, nämlich den LMS-Algorithmus. Und ja, in der Hausaufgabe wurde das nochmal geübt mit einer Gerade, die an Punkte angelegt werden sollte. Und das war alles sehr konkret und sehr spezifisch, aber auch sehr exemplarisch dafür, was wir dieses Semester machen wollen. Und das möchte ich heute beweisen, dadurch, dass ich hier dieses Thema einführe, aber immer so ein bisschen zurückgreife auf das, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ja, was machen wir also? Concept Learning heißt das Ganze. Und als kleinen Teaser, was wir am Ende können: Wir können die Fragestellung beantworten, bei welchen Wetterbedingungen Surfen Spaß macht. Also da soll mir einer sagen, das sei nicht praktisch motiviert, was wir hier tun. Wir werden zwei Algorithmen kennenlernen, die erstmal super verschieden wirken, die auch super verschieden wirken zu dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Aber das wird sich durch das ganze Semester ziehen, dass wir bei jedem neuen Algorithmus feststellen werden: Ja, also eigentlich ist das genau das, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben, nur ein Tick anders, auf unser Problem besser zugeschnitten, anders formuliert, anders aufgeschrieben, in einem anderen Raum. Wir gucken uns das alles in Ruhe an und ich werde, wie gesagt, versuchen, die entsprechenden Bezüge herzustellen zu den einzelnen Punkten. Wichtig ist, was auch der große Unterschied ist, weshalb, wenn ich das jetzt nicht alles gesagt hätte, ihr denken würdet, also das ist jetzt völlig ein anderes Thema, in welcher Vorlesung bin ich hier überhaupt? Wir betrachten jetzt diskrete Strukturen. Das heißt, wir betrachten nicht irgendwie so ein Loss, der ganz stetig ist, den können wir ableiten und so weiter. Das haben wir alles letzte Woche gemacht, das machen wir noch in der Übung. Sondern wir betrachten hier diskrete Strukturen, wo wir auch keinen wirklichen Gradientenabstieg machen können. Trotzdem können wir was lernen. Und wie gesagt, die Konzepte greife ich alle nochmal auf, wir werden es sehen. Außerdem, ganz am Ende, werden wir den Begriff von Bias einführen. Und die schon so ein bisschen Deep Learning gemacht haben, kennen Bias vielleicht aus neuronalen Netzen. Es geht ein bisschen in eine andere Richtung hier an der Stelle, sondern wir gucken uns den Bias an, der ein ganz fundamentales Konzept sein wird bei der Frage: Was ist Lernen überhaupt? Was ist maschinelles Lernen? Und was ist der Unterschied zum Auswendiglernen? Und da spielt das eine Rolle und das werden wir am Ende hoffentlich verstehen. Und ihr werdet dann immer wieder über das ganze Semester das wieder aufploppen sehen und sehen: Ach, guck mal, hier ist der Bias wieder drin. Das war ein Problem letztes Semester bei der Besprechung der Probeklausur, also wir haben es gelöst, ne, wir haben es den Leuten noch erklärt, aber dass viele Leute sich unklar waren, was da überhaupt gemeint ist. Und deswegen erkläre ich das jetzt schon mal lang und breit, dass das kommen wird und weise nochmal darauf hin. Was ist das? Also, ich habe in der Übung schon gesagt, das darf ich jetzt aber hier nicht laut sagen, dass Concept Learning eigentlich nicht mein Lieblingslernalgorithmus ist, sondern ich komme eher von der Forschung her aus dem Bereich, wo man alles mit Gradientenabstieg und so weiter löst und mit Lossfunktionen, aber das haben wir hier alles nicht. Ja, das sage ich jetzt nicht, sondern ich sage jetzt, warum Concept Learning so cool ist. Und Concept Learning ist cool, weil wir eine ganz natürliche Herangehensweise haben, wie wir Explainability lösen können, Erklärbarkeit. Was ist Explainability? Das kennt jeder von euch, der mal einmal irgendwie in den Nachrichten sich was angeschaut hat über KI, Hilfe. Wir verstehen die KI nicht, ne? Die KI ist oftmals, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das auf irgendwelchen Servern liegt, die sonst wo stehen und keiner weiß, was da so wirklich passiert in den Modellen, hust, hust, OpenAI. Ganz abgesehen davon ist auch so ein fertig trainiertes ChatGPT zum Beispiel, wenn ihr den Zugriff hättet auf die Gewichte, das heißt auf die Server von OpenAI, könntet euch das alles nach Herzenslust ansehen, ist völlig undurchschaubar.
ich würde fast sagen, unerklärbar. Das heißt, ihr könnt nicht wirklich sagen, warum jetzt diese Antwort genau auf diese spezifische Frage gekommen ist. Ihr könnt nicht sagen, welche Frage ihr hättet stellen müssen, um die und die Antwort zu bekommen. Das ist alles kompliziert. Es gibt Ansätze, die haben auch wieder mit dem Gradienten zu tun, nochmal meine Werbung für gradientenbasierte Verfahren. Aber hier ist es ganz natürlich. Wir werden gleich eine mathematische Notation kennenlernen, keine Angst. Ich werde mir da wirklich Zeit lassen. Aber die wird uns erlauben, ganz natürlich zu erklären, was macht unser Modell? Warum macht es das? Was müsste ich in den Daten ändern, damit das Modell, hier wir hatten dieses Surf-Beispiel, ne, damit das Modell der Meinung ist, Surfen, Regenwolken, finde ich super. So, das ist super erklärbar und es gibt tatsächlich, obwohl das eine relativ alte Strategie ist, also ChatGPT zum Beispiel, ne, ist ja relativ neu, die gradientenbasierten Verfahren sind also alle gerade stark auf dem Vormarsch. Concept Learning ist älter, aber es gibt trotzdem noch Lehrstühle, die das erforschen und die auch erforschen, wofür man dieses Concept Learning einsetzen kann und warum das eben eine coole Idee ist. Und wenn man dann einen Forschungsantrag schreibt für die DFG, also Deutsche Forschungsgemeinschaft oder BMBF und dann ganz viele Gelder für ganz viele PhD-Students einwerben möchte, dann ist dieser Begriff Explainability der Begriff, den man schreiben sollte, dann bekommt man alles finanziert. So, um das ein bisschen zu motivieren, warum das dann doch gar nicht so ein ödes Thema ist, wie ich in der Übung gesagt habe. Habe ich nicht gesagt. Martin, wenn du das hörst, habe ich nicht gesagt. So, nochmal eine relativ organisatorische Bemerkung hierzu. Das wird auch gleich nochmal ersichtlich, wenn ich hier diese Vorlesung halte. Es gibt hier diese Remarks und Recaps. Das ist ursprünglich gedacht zum Selbststudium. Was ist die Idee? Ich greife so ein paar Gedanken davon auf, lese das aber auch gar nicht alles vor, sondern die Idee ist, ihr bereitet das nochmal zu Hause nach, lest euch das nochmal in Ruhe durch. Das ist ja keine Präsentation. Ne? Wenn ich so eine Präsentation sehen würde, dann würde ich sagen, mach nochmal Stichpunkte. Sondern das hier ist wirklich zum in Ruhe, im ganzen Satz durchlesen zu Hause. Ich greife ein paar Sachen auf, wundert euch nicht. Warum machen wir das? Es gibt verschiedene Lerntypen. Wir haben also letztes Jahr Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich habe mir halt eine Playlist gemacht mit den Vorlesungsvideos und habe mir sie halt so lange angeguckt, bis es drin war. Ne? Auditiver Typ gibt es. Perfekt. Ne? Also wenn man diesen, das ist ja so, auch so ein bisschen das, was man gerade im Bachelor macht. Man findet heraus, wie lerne ich. Und es gibt halt auch Leute, ich würde mich eher in die Richtung zählen, die lesen sich halt sowas durch und verstehen es durch Lesen. Deswegen, also ne, nochmal so als Erklärung, ich weiß nicht, was davon Martin letzte Woche schon gesagt hat, die Einladung zum Arbeiten mit diesen Folien. So, genug. Genug, jetzt geht's los. Wir fangen an, Concept Learning, Hilfe, was ist das? Der erste Begriff, der hier steht, ist regelbasiert. Das heißt, was wir an der Stelle hier erstmal feststellen, ist, wenn wir Concept Learning machen, wollen wir uns eine Art Menge von Regeln aufstellen, nach denen unsere Entscheidung getroffen wird von unserem maschinellen Lernsystem. Der Rest ist erstmal gar nicht so entfernt davon, was wir letzte Woche gesehen haben. Wir haben wieder unsere Feature-Vektoren. Ihr erinnert euch an unser, habe ich hier das nochmal? Nee, aus der Hausaufgabe auch dieses Dreieck, ne, was ihr da erklären solltet. Wir haben wieder unsere Feature-Vektoren, die jemand abgeleitet hat. Wichtig ist nur, das ist alles jetzt diskret. Gucken wir uns nachher an. Ich habe ein Beispiel. Surfen, wie gesagt. Und wir haben eine Klassifikation, aber ganz wichtig ist hier, wir machen nur eine binäre Klassifikation. Gehört dazu, gehört zu unserem Konzept oder gehört nicht zu unserem Konzept? Ne, jedes unserer Objekte, also jedes unserer Feature-Vektoren, möchten wir entweder klassifizieren als im Konzept oder nicht im Konzept. Das hier unten kommt uns bekannt vor. Wir haben nämlich wieder unser Multiset of Examples, also unseren Datensatz, wenn man so will, der besteht einfach aus Paaren von Feature-Vektoren und Ground-Truth-Labeln. Also da hat jemand gesagt, ja, gehört dazu zu unserer Klasse, nein, gehört nicht dazu. Und was ist unsere Lernaufgabe? Ihr könnt schon ahnen. Wir wollen eine bestimmte Regel ableiten, die optimalerweise perfekt auf unser D passt. Also womit wir unser D vorhersagen können. Oder die Frage beantworten können, surfen, ja, nein. So, hier das versprochene Beispiel. Alle lieben es.
diskrete Strukturen, hatte ich versprochen. Das heißt, wir haben jetzt etwa nicht so Sachen wie Temperatur in Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit und so weiter in Prozent. Nein, wir haben diskrete Werte, zum Beispiel Himmel, sonnig, regnerisch. Temperatur, warm, kalt. Wie gesagt, lasst euch nicht davon abschrecken, das kommt alles wieder darauf zurück, was wir letztes Mal gemacht haben, auch wenn da ja eigentlich alles erstmal relativ kontinuierlich war. So, unser Datensatz, wie gesagt, enthält Beispiele. Das ist unsere Darstellung von unserem Datensatz. Woran erkennen wir das? Naja, wir haben einmal hier die entsprechenden Ausprägungen unserer Features und wir haben hier die entsprechenden Labels, also unser C. Ne, da sehen wir, okay, unser Datensatz besteht wirklich aus Tupeln. Und wie ist das zustande gekommen? Naja, entweder hat sich jemand an den Strand gesetzt und hat mal geguckt, heute ist das Wetter so, surft jemand, ja, trage hier ja ein. Ah, nächster Tag, Wetter war so, surft jemand, nein, trage ich mal nein ein. Oder jemand wurde befragt, ne, hey du, auf der Straße, surfst du gerne, wenn das Wetter, und so weiter. Also es muss irgendwie erhoben werden. Und jetzt gibt es garantiert 10 unter euch, die direkt sagen, ist doch alles super banal. Ne? Frag halt einfach alle alles. Ne? Also wir fragen einfach eine Person meinetwegen, einen Profisurfer. Hier ist eine Liste mit allen möglichen Kombinationen von Wetterphänomenen. Sag doch mal, ne? Klassifizier doch mal. Und dann haben wir doch unser perfektes Modell. Ja. Das nennt man Extensional Definition, also wirklich alles hinschreiben. Das wird irgendwann nicht handelbar. Ne, das, ihr könnt euch ja ausrechnen, wie viel das ist, also wie viele Kategorien wir hier haben. 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Und das ist ja schon ein relativ einfaches Beispiel. Wenn diese ganzen Kategorien alle oder Features alle automatisiert abgeleitet werden, schrecklich. Also was machen wir da? Wir wollen eher so ein bisschen in die Richtung einer intentional Definition. Was heißt das? Wir wollen hinreichende und notwendige Bedingungen, also charakteristische Eigenschaften unseres Konzeptes, surfen, ja, nein, beschreiben. Und schwupps sind wir beim Begriff Explainability, weil wenn ich diese Definition mir angucke, sehe ich ja genau, aha, daran liegt es also, dass meinetwegen an dem und dem Tag keiner surfen geht und so weiter. So, dieser Begriff ist ein Begriff, der auf dieser Folie noch nicht formal eingeführt wird, aber das kommt auf den nächsten Folien. Was sind denn so Hypothesen, die wir aufstellen können, dafür, ob jemand oder ob generell Surfen Spaß macht oder nicht? Naja, eine Hypothese könnte zum Beispiel sein, wenn es regnet, macht Surfen keinen Spaß, sonst schon. Ne, das könnte eine Hypothese sein. Wir sehen hier, das passt auch alles. Ne? Nur da, wo rainy ist, ist enjoy surfing no. Wir wollen das Ganze jetzt ein bisschen strukturiert erstmal uns angucken. Und wir wollen dann auch rausfinden, ob das immer funktioniert sozusagen. Schauen wir mal. So, hier wird das, also wie gesagt, Domains haben wir uns alles nochmal angeguckt. Was ich jetzt verschwiegen habe, das kommt aber ganz am Ende nochmal. Es gibt auch ein Cloudy, das haben wir aber gar nicht gesehen. Huch. Ne, gab es nicht. Ist nie passiert, als wir am Strand saßen. Das, ihr ahnt schon, ne, die halbe Wahrheit birgt dann wieder ein Problem. Und jetzt kommt die Mathematik. Ich freue mich ja immer, wenn was mathematisch definiert wird, dann weiß ich genau, woran ich bin. Ich hoffe, ich kann euch da jetzt so ein bisschen anstecken. Ich habe also eine Menge von Objekten. Und ich habe, also es können abstrakte Objekte sein, ne, wie gesagt, Situationen in dem Fall, wo wir halt surfen gehen wollen. Ich habe den Feature Space mit dieser Model Formation Function, ihr erinnert euch an dieses Dreieck. Das heißt, wir haben das eingebettet in den Feature Space und haben halt die Features erhoben. Das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe mit wir sitzen am Strand und schreiben halt auf. Ne? Dann haben wir dieses Multiset von Feature Vektoren. Und das ist halt genau das, was ihr hier als Tabelle gesehen habt. Aber nur der linke Teil, weil dieses Label haben wir noch gar nicht. Das ist dann noch nicht dabei. Beziehungsweise es sind die Feature-Vektoren zu allen Fällen, die wir beobachtet haben. Was ist ein Konzept? Ein Konzept
ist eine Teilmenge von unserem Objektraum. Das heißt, die Teilmenge, wo Surfen Spaß macht. Die Teilmenge der Situationen, in denen Surfen Spaß macht. Und schwupps sind wir bei der Begründung, warum wir hier nur binäre Klassifikationen Ja-Nein machen können. Naja, entweder ist es in der Teilmenge oder halt nicht. So, Subset, wie gesagt, wird induziert dadurch, dass wir die Objekte alle in Klassen einteilen, können wir eben auch die beobachteten Features, also unsere Tabelle, in Klassen einteilen. Was ist Concept Learning? Anhand dieser gegebenen Beispiele lernen wir jetzt eine Funktion. Denkt an euer Dreieck. Das machen wir immer nur. Wir lernen so eine Funktion, die genau diese Abbildung versucht nachzuvollziehen. Das heißt, wir versuchen eins vorherzusagen, wenn wir halt in dieser Teilmenge drin sind. Surfen macht Spaß. Und null, wenn nicht. Automatisch. Computer. Oh, okay. Dann hätte ich jetzt nicht erklären müssen, wie dieses Dreieck aussieht, aber ihr habt es euch jetzt alle vorgestellt, ist vielleicht auch nicht schlecht. Das hier versuchen wir zu lernen, damit wir diesen Umweg, also ne, über diesen Umweg, zuerst unser Alpha, dann unser Y, damit wir halt nicht jeden Tag da sitzen müssen und annotieren. So, das habe ich tatsächlich im großen Teil schon alles gesagt. Gucken wir mal weiter. Das hier war Martin auch noch ein bisschen wichtig. Wie bezeichnen wir das Ganze? Ne? Wir haben jetzt eine hübsche mathematische Notation eingeführt, die ist auch erstmal konsistent mit dem, was wir bisher kennen, nämlich dass wir so ein Y haben. Das werden wir jetzt so ein bisschen aufbröckeln im Laufe der Vorlesung. Wir werden nämlich dann andere Notationen sehen. Was haben wir gemacht letzte Woche? Wir haben unser W eingeführt, da waren unsere Gewichts-Weight-Parameter drin. Mit denen haben wir unser Modell Y charakterisiert. Heute charakterisieren wir es nicht mit einem W, sondern mit einem Theta. Konzeptuell macht das aber das Gleiche. Und manchmal nehmen wir auch H, um einfach zu sagen Hypothese. Ihr erinnert euch, die Erklärung, die das Konzept versucht zu erklären. Das ist alles relativ gleich vom Konzept her, aber uns hilft das, diese Unterscheidung zu treffen, um eben eine saubere Notation zu erreichen. Ja, Qualität ist vielleicht auch nochmal interessant. Wir haben ja beim letzten Mal einen Loss optimiert. Und hier ist es eben die Frage, passt das alles? Ne? Haben wir das Konzept richtig erfasst mit unserem Modell? Und das wollen wir jetzt auch vielleicht nicht quantifizieren, aber zumindest formalisieren. Und ich sage euch gleich die Stelle, wo immer alle in der Probeklausur das falsch machen und dann passiert euch das nicht. Habe ich schon gesagt, dass es eine Probeklausur gibt? Es gibt eine Probeklausur, ist vielleicht auch ganz nett zu wissen. Also wir haben hier dieses Beispielset wieder, ne? Mit unseren annotierten Feature-Vektoren. Und der Witz ist hier jetzt, wir haben sowohl positive als auch negative Beispiele. Ne? Also eine Klasse und andere Klasse. Was vielleicht erstmal ein bisschen unintuitiv scheint, weil wir wollen ja eigentlich nur erfassen, die Menge, also das Konzept, also die Menge der positiven Beispiele. Ne? Wir wollen ja eigentlich nur wissen, wann Surfen Spaß macht. Aber jetzt annotieren wir auch, wann Surfen nicht Spaß macht. Ich mache die Folie zu Ende, dann genau, danke. Ich komme, also ihr werdet es nachher, am Ende werdet ihr es alle sehen, aber ich komme gleich dazu, das ist tatsächlich wichtig, dass wir da eine Unterscheidung treffen. Was heißt klassifiziert als positiv? Naja, wenn unser Modell, wir geben unser X rein, unser Feature-Vektor, unsere Wetterbedingungen, wenn unser Modell sagt, ja, Surfen macht Spaß. So, oder halt in dem Fall, wenn da halt 1 rauskommt. Das ist classified as positive. So, und jetzt kommt der schwierige Teil. Macht das nicht falsch. Ich mache auch gleich hier eine Pause. Y heißt konsistent mit diesem Beispiel. Nicht etwa, wenn es positiv ausgewertet wird, sondern wenn es korrekt ausgewertet wird. Da kann auch eine 0 stehen. Ne? Das heißt, wenn ich gesagt habe, hier regnet, Surfen macht keinen Spaß, dann sollte mein Modell auch sagen, Surfen macht keinen Spaß. Nur dann darf es sich konsistent nennen. Dieses if mit dem Doppel-F, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist genau dann, wenn. Also if and only if. So, und das können wir jetzt noch erweitern auf eine Menge von Beispielen. Y ist konsistent mit einer Menge von Beispielen. Genau dann, wenn das eben für alle gilt. Also wenn das Modell immer recht hat.
Wir waren letzte Woche ja noch so ein bisschen lenient, haben halt gesagt, ja, 3 Punkte auf einer Linie, schwierig im Allgemeinen. Versuchen wir mal so ungefähr dran zu kommen. Das machen wir hier nicht. Also diese Definition hier sagt wirklich perfekt oder nichts. So, ihr meditiert jetzt darüber und ich beantworte Fragen. Bitte schön. Dankeschön. Ich wiederhole kurz die Frage für die Aufnahme. Also die Frage war, in D sind die Beispiele schon annotiert. Ist das ein Beispiel für Supervised Learning? Perfekt, perfekter Gedanke. Genau das ist die Idee von Supervised Learning. Ein Experte musste das annotieren. Schade für den Experten. Aber, also das ist halt Arbeit. Das ist richtig teuer. Ne? Also weil hier einige lachen. Das ist richtig teuer, Experten zu finden, die jetzt vielleicht nicht surfen, aber die Datensätze annotieren. Gerade in der Bildverarbeitung, wo ich ja herkomme, da gibt es also Leute, die klicken dann ganz viele Punkte in irgendwelchen Bildern an. Da gibt es Experimente mit Laborratten, und dann müssen ganz viele Leute immer auf die Ohren klicken. Die machen dann einen Tag lang nichts anderes. Und jetzt stellt euch vor, das sind irgendwelche Special-Mäuse, wo man nicht so ganz weiß, wo die Ohren sind. Wir hatten das bei Pferden, wo dann annotiert werden sollte, nicht die Beine, die man sieht vom Pferd, sondern die, die man nicht sieht, also die hinten. Die sollten annotiert werden, weil wir halt die 3D-Pose von dem Pferd lernen wollten. Das kann ein normaler Mensch von der Straße, weil, ja, nee, also eine beliebige Person kann das nicht. Ne? Also ich kann nicht einfach sagen, hier, mach mal. Wir konnten das selber nicht, sondern wir haben dann PferdewissenschaftlerInnen gefunden, die uns das dann annotiert haben. Das hat denen, am Anfang hat es denen auch Spaß gemacht, aber das ist halt richtig Arbeit. So, unterschätzt das nicht. Aber Dankeschön für die Frage, dass ich das noch ausführen könnte. So, jetzt haben alle das hier verinnerlicht und das hat sich in die Netzhaut eingebrannt. Gibt es da noch Fragen? Okay. Dann mache ich weiter. Genau, auch in den Übungen besteht nochmal die Möglichkeit, die da waren, vorhin Wissensfragen zu stellen. Da bin ich immer ganz happy. So, hier steht nochmal eigentlich das, was ich gesagt habe. Ich gucke aber nochmal zur Sicherheit, ob da irgendwas fehlt. Sonst liest es euch gerne nochmal drüber. Wie gesagt, ne, Consistency, das könnt ihr mit so einer Wahrheitswertetabelle prüfen, indem ihr halt jeden Fall überprüft und nur, wenn sowohl das Modell als auch mein Experte sagen, Surfen passt. Oder halt beide sagen, Surfen passt nicht. Nur dann darf ich sagen, konsistent. Ansonsten inkonsistent. Nicht gut. Ja. Was jetzt hier Hypothese genannt wird, ist die Funktion, die Objekte in den Feature Space abbildet. Nein, danke für die Frage. Ich wiederhole sie nochmal. Die Frage war, was ist die Hypothese? Ist die Hypothese die Funktion, die Objekte in den Feature Space abbildet? Das wäre ja unser Alpha. Nein, das ist der Experte, der am Strand sitzt und aufschreibt, ah, heute ist die Sonne, was haben wir, ach nee, das, der Himmel ist sunny, ne? Und so weiter. Das ist eine banale Aufgabe in dem Sinne, dass wir oft versuchen, das von der Maschine machen zu lassen. Ne, wir haben, es gibt Thermometer, es gibt Bewölkungsmessgeräte, es gibt Luftfeuchtigkeitsmessgeräte. So, das wollen wir alles automatisieren. Das Schwierigere ist das hier. Ne? Von dem Objekt die Klasse ermitteln. Da brauchen wir unseren Experten oder unser Modell. Und das hier unten, unser Modell, beziehungsweise dann impliziert, ich habe es ja vorhin schon so wischiwaschi angekündigt, unsere Hypothese, vorhin unsere Modellparameter, heute unser Theta. Das ist das, was wir lernen wollen. Und das bildet eben diese Feature-Space-Objekte auf die Klassen ab. Danke für die Frage. Ja. Gut. Ja, also da bitte sehr pedantisch sein. So, jetzt kommt die nächste Mathe-Folie sozusagen. Wir müssen es ja jetzt auch irgendwie aufschreiben. Also wir müssen unsere Hypothesen irgendwie notieren. Letzte Woche, ich mache das jetzt, ihr merkt schon, ich springe immer hin und her, aber das hat sich gezeigt, dass es eine gute Idee ist, um den Gesamtbogen zu bewahren. Letzte Woche haben wir das gemacht mit diesem WTX. Also da haben wir den Parametervektor, ne, so ein Vektor mit Zahlen drin, multipliziert mit unserem X-Vektor und unser Parametervektor war unser Ausdruck
von unseren Parametern und dieses WTX war unser Modell. Hier haben wir ja diskrete Konzepte. Da funktioniert das nicht. Multiplikation, schwierig. Wir können aber trotzdem was einführen, was unserer Intuition entspricht, nämlich der Intuition, ja, muss halt stimmen. Und wir benutzen dafür die Schreibweise der Logik. Ich nehme an, das haben nicht alle gehört. Wir haben ja auch Digital Humanities Leute unter uns. Und deswegen ganz kurzer Crashkurs, aber auch nur das, was hier auf der Folie steht. Wir haben eine Interpretationsfunktion, dieses I, und das bedeutet intuitiv, ja, rechne halt mal aus, ne, ausrechnen. Das habt ihr gemacht, wenn ihr eure Modelle genommen habt, dann habt ihr ja diese Zahlen da eingesetzt. So ähnlich fühlt sich das hier an. Ich werde es aber jetzt trotzdem noch mal ganz formell einführen. Unser Modell stellen wir so dar, als Konjunktion, also Verundung, das ist der Und-Operator. Es muss alles wahr sein, ansonsten schade, von solchen einzelnen Klauseln. Und die einzelnen Klauseln sind relativ einfach erklärt. Sie vergleichen zwei Dinge, allerdings ist hier so ein Special gleich mit so einem Punkt drüber, der ist hier unten definiert. Wir vergleichen unseren Parameter von unserem Modell mit unserem observierten Feature. Das heißt, wenn so unser Modell sagt, ja, ich finde schon, das sollte sonnig sein, und unser Feature sagt, nee, dann ist, sollte wolkig sein, oder heute ist wolkig, dann ist diese ganze Klausel falsch. Das könnt ihr hier unten nachgucken. Literal und literal, gleiche Symbole, nein, falsch. Dann kann dieses ganze Ding schon gar nicht mehr wahr werden. Dann ist bereits hat unser Modell schon versagt. Weil wir wollen ja ein Modell, was perfekt die Realität abbildet. So, was sind die anderen Fälle, die wir haben? Naja, wir dürfen zum Beispiel bei unserem Theta hier, dürfen wir auch solche Wildcards benutzen. Stellt euch vor, euer Modell dürfte nur eine ganz konkrete Angabe haben von Szenarien, die auftreten. Und ihr müsstet immer alles perfekt spezifizieren. Naja, da sind wir wieder ganz am Anfang bei diesem Extensionalen, wo ich alles aufliste. Sondern wir dürfen hier eine Wildcard benutzen. Das ist, da ist es egal, was drin steht. Es wird immer zu wahr evaluiert. Ne? Also wenn unser Modell sagt, ist egal, was unser Feature-Vektor sagt, die Auswertung ist immer ja. Vorsicht, nur die Auswertung in der Klausel. Der Rest kann immer noch das Ganze kaputt machen. So, und was ist das hier hinten? Das ist diese Contradiction oder das Falsum für die Logika. Das ist halt das Gegenteil, insofern, dass es halt immer zu falsch ausgewertet wird. Das ist halt ein bisschen weird, weil das dann in dieser Klausel hier noch drin steht. Also da steht dann, Falsum ist gleich sunny. Naja, nö, ist halt nicht so. So, also das ist unsere Schreibweise, die wir uns jetzt angucken mussten. Wie gesagt, vergleichs mit diesem WTX, da mussten wir auch eine komplizierte Schreibweise machen, Vektoren, multiplizieren. Und hier machen wir das eben mit den Begriffen der Logik. Das ist halt wunderbar für solche diskreten Strukturen. Was ist jetzt so eine Hypothese? Naja, zum Beispiel unser Theta. Also das Wetter muss sonnig sein, Temperatur muss warm sein, Luftfeuchtigkeit egal. Der Wind muss auf jeden Fall stark sein. Und dann haben wir noch irgendwas, weiß das jemand, wolkig, keine Ahnung. Ne? Also das ist auch egal. Nur diese Dinger spielen eine Rolle. Das ist die Interpretation von diesen Hypothesenparametern. Und jetzt steht hier nochmal für alle unsere observierten Samples und unsere Expertenmeinung sozusagen muss gelten, das Modell sagt genau das hervor. Und das gilt auch tatsächlich. Also das ist eine super Hypothese für diesen Datensatz hier. Spielt das gerne mal durch zu Hause. Guckt euch das an, versucht andere Hypothesen zu finden. So, hier steht das auch nochmal, was ich gerade gesagt hatte. Logik funktioniert da ein bisschen anders als also mit diesem modifizierten Gleich hier. Wichtig ist, es muss nicht immer so aussehen, ne, unsere Hypothesen, sondern wir können auch einen anderen Hypothesenraum
definieren, der ein bisschen komplizierter ist, der uns aber auch mehr Freiheit erlaubt, dahingehend, wie wir unser Modell spezifizieren. Zum Beispiel haben wir ja hier nur die Möglichkeit, ja, entweder das ist genau sonnig oder es ist völlig egal. Ne, ob dann so ein Hurricane aufzieht oder so, ne, das wird gar nicht berücksichtigt in unserem eigenen einzigen Feature. Das sind so ein paar Beispiele, da haben wir am Ende auch noch was, mal gucken. Ja, sieht gut aus. Was ist jetzt die Idee? Die Idee ist, wir spannen einen Raum auf von diesen Hypothesen. Diese Hypothesen stehen in Bezug zueinander. Wir dürfen damit rechnen. Stellt euch das so vor, wie letzte Woche, da hatten wir diesen Loss und unser Loss wurde optimiert und dadurch kamen wir dann plötzlich mit diesem Gradientenabstieg auf einen anderen Parameterset. Also unser Modell, was wir optimiert haben, hat sich verändert. Und die stehen ja auch irgendwie in Beziehung zueinander. Ne? Manche sind näher beieinander und so weiter. Und ähnliche Beziehungen formulieren wir jetzt hier, nur dass die jetzt maßgeschneidert sind auf dieses, auf diese Schreibweise und auf die diskreten Strukturen. Zuerst mal müssen wir zwei Enden definieren sozusagen. Und das ist einmal die maximal spezifische Modellfunktion oder Hypothese, ne, wie gesagt, austauschbar, und die maximal generelle Hypothese. Hier unten sind die auch schon erklärt. Was machen die oder wie sehen die erstmal aus? Naja, das eine hat überall dieses Fallsum. Das heißt, das wird alles abgelehnt. Unser Konzept, was dadurch impliziert wird, ist unendlich klein. Da ist halt nichts drin. Alles, Surfen macht keinen Spaß. Buh. So. Was ist das hier? Das maximal generelle. Alles wird akzeptiert. Alles ist in unserer Menge. Surfen macht Spaß. Egal welches Wetter. Ja, macht beides nicht so viel Sinn. Vor allem wird beides tendenziell eher nie die Lösung sein, wenn ich so einen gegebenen Datensatz habe, weil sonst würden sie mich ja nicht engagieren als Machine Learning Expert. Aber diese beiden Fälle, diese beiden extremalen Fälle, stehen in einem ganz wichtigen Verhältnis zueinander und zu den anderen Hypothesen, die noch denkbar sind. Und das kann man wunderschön grafisch darstellen. Und dieses Jahr möchte ich da nochmal ein besonderes Augenmerk drauf richten. Wir haben das ja in der Übung schon gesehen, für die da waren oder die Hausaufgaben schon gemacht haben. Wir können hin und her springen vom, in dem Fall war das von dem Raum, wo wir so eine Gerade zeichnen und die Punkte, an die wir die Geraden anlegen. Das ist das hier. Und wir können in diesen Loss Space gehen, ne, wo jedes Modell ein einzelner Punkt ist und dann können wir da drin navigieren. Und das ist das hier. Nur alles auf diskreten Strukturen und deswegen fühlt sich das erstmal völlig anders an, aber ihr seht jetzt die Parallele. Und jetzt erkläre ich, was hier passiert. Also auf der linken Seite haben wir für jeden Feature-Vektor, also jede Konstellation von Features, einen Punkt. Und wir können dann verschiedene Kreise einzeichnen. Und die Idee ist jetzt, wenn wir lernen wollen, wann Surfen Spaß macht, müssen wir einfach nur den perfekten Kreis hier einzeichnen, der genau erfasst die Situationen, in denen Surfen Spaß macht und halt nicht die, in denen es keinen Spaß macht. Und die Idee ist, zu jedem dieser Kreise finde ich eine Hypothese in diesem Hypothesenraum. Das heißt, eine Konfiguration von meinem Theta. Jeder Punkt hier ist eine Konfiguration von meinem Theta. Und von jedem Punkt, zum Beispiel hier, diesen grünen hier, finde ich dann auch rückgängig wieder die entsprechenden Situationen, wo ich eben behaupte, dass es Spaß macht. Aber das ist gar nicht das, worum es in dieser Folie geht, sondern hier geht es um so eine Relation, die Sachen voneinander oder zueinander haben. Das Ganze nennt man eine partielle Ordnungsrelation. Was bedeutet das? Sind Mathematiker anwesend? Die Idee ist partielle Ordnungsrelation, das heißt, ich kann fragen, ist das eine spezifischer als das andere? Aber ich bekomme nicht immer eine Antwort. Das ist dieses partiell. Das heißt zum Beispiel, hier kann ich fragen, ist dieses H2, also dieser grüne Kreis hier, spezifischer als der orangefarbene? Naja, wenn ihr das jetzt mal in diesem Raum betrachtet, der ist halt da drin, ne? Der ist halt auf jeden Fall spezifischer. Ja, natürlich. So, und das wird durch diesen Fall hier ausgedrückt. Pfeil, sorry, Aussprache. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel H1 mit H2 vergleichen.
hier das Blaue und das Grüne. Was davon ist denn jetzt spezifischer und was genereller? Na, geht nicht, können wir nicht beantworten. Also weder das eine noch das andere. Also ja, wir können es beantworten, nämlich so. Aber das ist eben die Bedeutung von diesem partiell in der Ordnungsrelation. Und was natürlich noch gilt, ist die Reflexivität. Das heißt, jedes ist generell gleich zu sich selbst. Es gilt die Transitivität, das heißt, wenn das hier zum Beispiel genereller ist als das hier und das hier genereller ist als das hier, dann ist auch das hier genereller als das hier. Ne, ihr kennt es von Zahlen. Wenn ihr euch Zahlen auf dem Zahlenstrahl anschaut, ne, die 1 ist kleiner als die 2 oder kleiner gleich die 2, die 2 ist kleiner gleich der 3, dann ist auch die 1 kleiner gleich der 3. Das ist die Idee. Und das Ganze ist antisymmetrisch, das heißt, ja, es ist nicht zum Beispiel H4 kleiner gleich H2 und H2 kleiner gleich H4, das wäre Quatsch. So, jetzt habe ich hoffentlich gut motiviert, wie dieser Hypothesenraum aussieht und dass wir da wie in so einem Lattice, also so einem Gitter, uns bewegen können. Und das machen wir jetzt. Es gibt Algorithmen, die bewegen sich in genau diesem Gitter. Und wenn ihr euch das vor Augen führen möchtet, wie der Algorithmus funktioniert, dann malt ihr euch so ein Gitter auf und wandert in diesem Gitter umher. Das gleiche haben wir gemacht letzte Woche, nur dass ihr da auf diesem Loss-Plot sozusagen schritteweise runtergegangen seid. Stichwort Hausaufgabe. Ja, jetzt muss ich hier noch logisch definieren, was dieses genereller und oder formal definieren, dieses genereller und spezifischer bedeutet. Das ist im Prinzip nicht so kompliziert. Wir gehen aber trotzdem einmal durch diese Formel durch. Also was muss erfüllt sein? Für jedes Feature, das wir uns ausdenken können, muss gelten. Das eine muss sagen ja und das muss implizieren, dass das andere auch ja sagt. So, was heißt dieses implies? Das ist eine logische Implikation. Und die Vorlesung macht das nicht so, aber ich. Wir machen das jetzt mit einer Wahrheitswertetabelle, weil das nicht alle gesehen haben und das ist aber fundamental. Oh je. Oh, mit der Hand. Oh. Also es gibt Hörsäle, die haben das automatisch und dann macht man die kaputt, wenn man das nicht so macht. So, also was heißt logische Implikation? Wahrheitswertetabelle heißt, ich habe hier so alle möglichen Kombinationen, 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, ist überschaubar. Und das hier ist die logische Implikation. Das ist kein Schließen, also wir beweisen hier nichts. Ne, kennt ihr ja aus Mathe, wenn ihr dann diesen Fall hier benutzt, ne, und dann damit irgendwas beweist oder also herleitet. Das machen wir nicht, sondern was wir prüfen ist, für alle Fälle, in denen A 1 ist, muss B auch 1 sein. Das, warte mal, ich habe es falsch gemacht. Oh je, es geht schon los. Für alle Fälle, in denen A 1 ist, muss B auch 1 sein. Das heißt, in diesem Fall insbesondere ist es eine falsche Aussage. Oh je. So, in diesem Fall funktioniert es. Was ist mit diesem Fall? Naja, A ist nicht erfüllt. Das heißt, was B macht, kann uns egal sein. So, das heißt, wir können da eine 1 hinschreiben. Wenn ihr euch das vor Augen führt oder abschreibt, oder mir ist es egal, ist es vielleicht einfacher als die Erklärung auf der nächsten Seite. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das natürlich verwandt ist mit dem Konzept, was ihr ganz am Anfang von eurem Studium kennengelernt habt. Insbesondere dieses, aus etwas Falschem kann ich beliebige Aussagen schließen. Das habt ihr bestimmt mal gemacht, ne? Dass ihr gesagt habt, okay, ich habe hier eine falsche Aussage und da schließe ich jetzt drauf, dass 1 gleich 0 oder dass der Himmel rot ist oder keine Ahnung. Ne? Konnte man alles machen, das kann man formal zeigen. Und dem liegt halt dieses Konzept hier zugrunde. Was bedeutet das? Wenn wir uns das hier nochmal angucken, wenn das eine positiv ist, also wenn das eine Modell sagt, ja, Surfen macht Spaß, dann muss zwangsläufig auch das andere sagen, Surfen macht Spaß. Ansonsten ist das hier nicht erfüllt
und dann gilt diese generelle Als-Relation nicht. So, dieses strikt, das bedeutet halt, dass sie nicht gleich sind. Also die Rückrichtung nicht gilt. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Die sind halt nicht gleich und deswegen können wir sie unterscheiden. So, ich hoffe, ich habe noch ein Beispiel. Müssen wir gucken. Was gilt hier in der Illustration? Wenn y2 hier unten gleich 1 ist, das heißt, wenn das hier erfüllt ist, dann gilt auch, dass y4 erfüllt ist. Ne, stellt euch einen Tag vor, an dem das hier erfüllt ist. Jetzt stellt euch jeder von euch einen anderen Tag vor, weil, wie gesagt, das hier könnt ihr euch aussuchen, Wildcard. Dann kann ich euch Brief und Siegel geben, dass das hier auch erfüllt ist. Weil an einem sonnigen Tag ist es sonnig. Aber, cringe. So, das ist halt diese Implikation. Ja. Ja, danke. Zwei Sachen sage ich. Also ich muss mich dann korrigieren. Wenn das eine, dann muss auch das andere. Ist was anderes, als wenn das eine, dann das andere. Ne, das eine ist eine Implikation und das andere, das kann ja sein, dass zum Beispiel hier, bei dem hier, das wird halt nicht impliziert, aber dann folgt es halt einfach nicht dieser Relation fertig aus. So, und die eigentliche Frage war, wovon spreche ich hier? Spreche ich hier von Modell oder einer Modellfunktion und so weiter? Naja, danke für den Hinweis. Du hast im Prinzip recht, dass wir hier von einer spezifischen Instanz einer Modellfunktion sprechen, von diesem y1 zum Beispiel oder einem y2. Aber wir benutzen es eigentlich synonym mit das Modell sozusagen. Ne? Also unser spezifisches Modell, das kennt ihr aus dem ja, hier irgendwie GPT-3, ne, wurde jetzt weiter trainiert. Das Modell GPT-3 ist vielleicht das gleiche wie das Modell GPT-3.1, nur dass halt die Parameter ein bisschen anders sind. Aber wir sagen trotzdem, es ist ein neues Modell, weil die Parameter anders sind. Es ist ja eine neue Funktion y. Sie hat zwar die gleiche Struktur, Stichwort das mit diesem komischen i-Symbol und so weiter, aber die Parameter sind anders. Es ist eine neue Funktion. Also das müssen wir an der Stelle schon sagen. Aber wie gesagt, wir benutzen das hier weitestgehend synonym, dass wir halt sagen Modell, Modellfunktion, Parameter und so weiter. Danke für den Hinweis. So, gibt es hierzu noch weitere Fragen? Dankeschön. Ich wiederhole nochmal die Frage, auch für die Aufnahme. Also die Frage war, okay, meine Hypothese, die ich jetzt darstellen möchte, ist, Surfen macht dann Spaß, wenn 3 von 4 Kriterien erfüllt sind. Kriterien sind dödödö. Wie stelle ich das denn jetzt hier dar? Deine Intuition oder dein Vorschlag war, geht nicht. Und das ist auch richtig. Also es ist keine perfekte Darstellung. Wir gucken uns aber nachher nochmal einen anderen Raum an, in dem das etwas einfacher wird, solche komplexen Szenarien darzustellen. Aber danke für den Hinweis, führt euch das vor Augen, ihr könnt nicht alles darstellen damit. Ihr seid beschränkt. Und nur um das so ein bisschen zu primen, das geht in Richtung Bias nachher. Ne? Also dieser Bias, den wir einführen, der sagt genau das. Wir müssen uns einschränken, indem wir unsere Modelle aussehen dürfen,
sonst wird das viel zu kompliziert. Das haben wir letztes Mal gemacht, indem wir gesagt haben, wir finden nur Geraden. Das sagen Leute, die ein GPT machen, indem sie sagen, die Texte bestehen nur aus Token. Also das heißt, die bestehen nur aus solchen kleinen Wortschnipseln und ich kann kein ausgeben als ChatGPT. Es passiert ständig, wenn wir uns Modelle anschauen, und es ist eine super Erkenntnis. So, ich mache weiter. Also das hier ist genau diese Geschichte, die ich hier unten angemalt habe. Nur, dass sie hier nochmal in Worten erklärt wird. Wie gesagt, wenn das eine, dann muss auch das andere. Hier wird das nochmal erklärt. Okay. So. Jetzt wird hier ein Konzept eingeführt, das ist der Mitchell. Da hat Martin, glaube ich, auch schon darauf hingewiesen, auf dieses Buch, wo so ein bisschen die Idee ist, dass Lernen generell erklärt wird. Und hier ist jetzt die Idee, eigentlich ist egal, was für eine Hypothese wir finden am Ende, wenn sie unserem Trainingsdatensatz nur entspricht und der einfach groß genug ist, dann wird das schon stimmen. Ne? Dann wird auch, wenn ich später nochmal am Strand sitze und eine Vorhersage treffe anhand meines gelernten Modells, dann wird das auch eintreten. Ja, dass das nicht immer so komplett hundertprozentig stimmt, könnt ihr euch vorstellen, und das werden wir auch noch sehen im Laufe des Semesters. Aber approximativ können wir das erstmal so hinnehmen. Und da kommt auch schon der erste Algorithmus. Der erste Algorithmus, in dem wir so eine Hypothese herleiten können. Und ihr habt das, als ihr euch vorhin das angeguckt habt, dieses Surf-Example, und selber überlegt habt, ja, was muss ich denn da jetzt fragen, um herauszufinden, ob ich surfen kann oder nicht, habt ihr wahrscheinlich diesen Algorithmus schon im Kopf versehentlich angewendet, ohne ihn je gesehen zu haben. Ich werde Folgendes machen, ich werde den Algorithmus einmal erklären und dann werde ich noch zeigen, wie der zusammenhängt mit LMS. Also, was ist die Idee? Wir finden eine Specific Hypothesis. Wir haben gegeben, wie gesagt, Lernverfahren, unsere Menge mit, oder unser Multiset mit CX, unsere klassifizierten Beispiele, und wir wollen einen tollen Parametervektor haben, der dem entspricht. Und was ist die Idee? Wir starten mit der maximalspezifischen Hypothese. Was war das? Das war dieses Ding, was komplett bestand aus Falsi. Also es wurde alles es wurde alles abgelehnt. Ich kann hier nochmal zurückgehen. Ne, dieses Ding hier. Alles abgelehnt, Surfen macht keinen Spaß. So, jetzt habe ich dieses Page-Scrolling. So. Damit starten wir. Und dann gucken wir uns die Beispiele an, aber wir gucken uns nur die positiven an. Ganz ehrlich, das habt ihr vorhin auch gemacht. Ihr habt euch das angeschaut und habt gesagt, ja, also interessiert mich doch nicht, wann Surfen keinen Spaß macht. Ich gucke mir jetzt nur an, wann Surfen Spaß macht. Und ja, dann kann ich das ja einfach sagen, ne? Die Fälle, in denen Surfen Spaß macht. Und wie mache ich das? Ich gucke mir an, was mein Modell sagt zu der aktuellen Situation. Also ich teste es sozusagen, gebe ihm die, unser aktuellen Parametervektor und frage halt, passt das? Was würdest du sagen? Surfen, ja, nein. Und wenn das Modell sagt, nö, Surfen macht heute keinen Spaß, dann ist es ja schon falsch, weil wir betrachten ja nur Beispiele, die schon von vornherein positiv klassifiziert wurden. Das heißt, das sind die Fälle, wo wir was ändern müssen. Und jetzt ist die Frage, wie passen wir unser Theta an, so dass es passt? Naja, wir wenden so eine Funktion an, die heißt min-generalization, die auch hier gar nicht weiter programmiert wird. Wie gesagt, Pseudocode ist nur dazu da, um es besser zu verstehen. Die sich die beiden anguckt, also unser Theta und unser X, und versucht, an kleinen Stellen zu drehen, minimal, möglichst wenig, sodass es wieder passt. Also sodass unser X akzeptiert wird. Und dann gehen wir alles durch und am Ende haben wir halt eins, das alle akzeptiert, die wir auch akzeptieren müssen. Jetzt schreit ihr sofort, das ist doch Quatsch. Ne? Also wenn wir nur die positiven Sachen einfach akzeptieren, das ist doch kein Lernen, sagt ihr dann, das ist ja nur auswendig Lernen. Nein, ihr habt tatsächlich was gelernt, weil ihr eine Annahme getroffen habt. Und diese Annahme ist, dass ihr euer Phänomen beschreiben könnt mit Hypothesen, die genau dieses Format haben. Und das war genau deine Frage.
Wir können ja nicht alles darstellen. Wir haben ja eine Annahme, die wir da reinpacken, dass wir das darstellen mit dieser Schreibweise. Und die wird genau hier ausgenutzt. Wenn wir den Find-Ice-Algorithmus durchspielen, dann haben wir etwas, was erstmal unseren Trainingsdatensatz wunderbar klassifizieren kann. Also da ist kein Fehler drin, funktioniert alles perfekt. Plus, er funktioniert sogar auf ungesehenen Beispielen. So, ich gucke mal eben, ob wir hier so ein... Doch, wir sehen hier ein Beispiel. Ja. Wir merken uns nur, er funktioniert auch auf ungesehenen Beispielen und insbesondere klassifiziert er dann nicht alles einfach nur als Surfen macht keinen Spaß. Was ja passieren würde, wenn wir einfach auswendig lernen würden. Ne, dann würde ja alles, was wir nicht gesehen haben, einfach als... So, das passiert hier nicht. Ja. Genau. Ich mag die Frage und ich bin auch froh. Nee, ich wiederhole sie kurz und dann sagst du mir nochmal, ob das deine Frage war sozusagen. Also die Frage war Min-Generalization und diese partielle Ordnung. Wie verhält sich das zueinander? Hier rechts sehen wir nochmal dieses Gitter, auf dem wir uns bewegen dürfen. Und die Frage ist jetzt, was macht Min-Generalization? Wie bewegt es sich in diesem Raum? Springt es? Das war die also wenn ich das mal so übersetzen darf, genau. Und tatsächlich ist es so, am Ende, wir werden das auch sehen, der bewegt sich in diesem Raum, aber nur entlang dieser Lattices. Intuitiv macht das auch Sinn. Ne? Stellt euch vor, ihr habt, ich gehe nochmal zurück, ihr habt hier dieses grüne Ding und dann seht ihr ein neues positiv klassifiziertes Beispiel, dann macht es ja keinen Sinn, dass plötzlich dieses blaue Ding hier rauskommt. Ne, das ist ja, die intuitive Bedeutung ist, ihr erweitert einfach nur den Kreis von Sachen, die positiv akzeptiert werden. So, jetzt möchte ich aber nochmal den Bezug zum LLS herstellen. Beachtet bitte, wenn ihr euch die Folien anschaut, hier oben diese Links. Das sind Links, da kann man draufklicken. Und da seht ihr die Algorithmen, die wir schon hatten, hier LMS, aber auch die, die noch kommen werden. Und ihr werdet sehen, die sind irgendwie alle dann doch gleich am Ende. Ihr werdet immer diese Struktur hier sehen. Und jetzt gucke ich mal, ob das hier klappt. Hier haben wir nämlich den LMS-Algorithmus. Und der besteht auch genau aus den Blöcken. Erinnern wir uns nochmal, wir nehmen uns ein Beispiel, gucken, was das Modell dazu sagen würde, berechnen den Fehler. Stimmt das, was das Modell gesagt hat? Gucken uns an, in welche Richtung wir das Modell eventuell ändern müssten und setzen diese Änderung um. So. Wenn ihr das jetzt im Kopf alles nochmal abspielen würdet, ich sage es einfach nochmal, dann ist es genau das, was auch auf diesen anderen Algorithmus zutrifft. Ich nehme am besten die Folie drüber noch, dann ist das spezifischer. Wir nehmen uns ein Beispiel. Hier. Gucken, was das Modell dazu sagen würde. Gucken uns an, in welche Richtung dieser Fehler geht. Also in dem Fall halt gucken uns an, ob dieses Modell fehlerhaft etwas als falsch klassifiziert. Und dann gucken wir uns an, in welche Richtung wir das anpassen müssen und setzen diese Anpassung um. Das ist Lernen. So, jetzt mache ich weiter mit einem Beispiel. Die Frage ist, machen wir das Beispiel? Ich nehme mir die Zeit. Mal gucken, vielleicht wird das am Ende etwas komprimierter, aber ich mache das jetzt einfach mal, weil ich das wichtig finde. Und die Klausur findet das auch wichtig, ja. Ich wiederhole die Frage, bewegen wir uns immer in die gleiche Richtung auf dem Gitter? Finde ich eine super Frage. Wir sagen ja Find-S-Algorithmus, ne? Das heißt Find-Specific. Und wo starten wir? Mit der maximal spezifischen Hypothese. So, wo befindet die sich? Die befindet sich hier oben. Und was machen wir? Wir bewegen uns immer nach unten. Gleiche Richtung finde ich etwas ungenau, weil manchmal bewegen wir uns nach links, manchmal nach rechts. Aber wir bewegen uns immer nach unten, weil das Einzige, was wir machen, ist, wir machen das Modell genereller. Wir akzeptieren ein Beispiel mehr. Das heißt, etwas genereller machen. Und wir machen das auch noch minimal. Das heißt, wenn wir hier bei dem H1 sind und dann das nächste Beispiel reinkommt und es klappt halt nicht, das heißt, wir müssen unser Modell updaten, das heißt, wir müssen nach unten gehen, dann springen wir nicht einfach bis ganz nach unten. Das könnten wir machen. Das ist aber nicht minimal. Was war das hier? Minimal Generalization.
sondern dass es halt irgendwie in diesem Gitter runterspringen, sondern genau das, was du gesagt hast, wir bewegen uns nach unten in diesem Gitter, aber in möglichst kleinen Schritten. Ja. Ja, das wird nochmal, also Einfachheit in der Implementierung, also die Frage war, sorry, warum verzichten wir nicht darauf, auf die Eigenschaft oder die Einbeziehung der Eigenschaft, dass es Multisets sind? Ne? Also was ist, wenn das gleiche Beispiel zweimal kommt? Erstmal Einfachheit und Konsistenz mit den anderen Algorithmen, damit ihr das besser versteht, plus was ist denn, wenn dann die Expertenmeinung auseinandergeht? Ne? Einmal fand der Experte das gut, einmal schlecht. Lernen. Ne? Gucken wir uns ganz am Ende nochmal an. Das ist tatsächlich eine relevante Frage, kann ja passieren. Gerade bei so diskreten Strukturen finden wir solche Kollisionen natürlich einfacher als bei ja, auf irgendwas Kontinuierlichen, wo dann zufälligerweise irgendwelche zwei Zahlen genau übereinander schneiden, 0,3578 und das gleiche nochmal. Passiert natürlich schneller. So, weitere Fragen, ja. Danke für die Frage. Ich hatte heute früh, also ich fahre morgens immer eine Stunde Bahn, um herzukommen. Und Martin und ich hatten eine Diskussion darüber online, ob das so ist. Achso, die Frage sollte ich wiederholen, sorry. Die Frage ist, finden wir immer eine minimal generalisierte, beziehungsweise dann auch Hypothese am Ende. Und er hat letztes Jahr, ich habe mir natürlich gut vorbereitet, die Vorlesungsaufzeichnung vom letzten Jahr angeguckt. Und da hat er genau an der Stelle gesagt, das steht auch nochmal hier tatsächlich, das ist nicht so. Er hat gesagt, es gibt verschiedene. Es kann verschiedene geben. Ich habe gesagt, das ist also völliger Quatsch. Ne? Das ist doch deterministisch alles. Und wir sind dann so übereingekommen, dass es tatsächlich so ist, dass sobald ich weggehe von diesen komischen disjunktiven Klauseln, konjunktiven Klauseln, also dieses Theta gleich x und Theta gleich x und Theta gleich x. Das ist ja nicht alle, die Concept Learning machen, nehmen ja dieses komische Konstrukt. Sobald wir uns davon wegbewegen, wird das nicht mehr eindeutig. Das heißt, es kann auch verschiedene Möglichkeiten geben. Und dann muss ich halt gucken, was ich mache. Ganz am Ende habe ich auch noch eine Folie, die so ein bisschen in die Richtung geht. Genau, ja. Ja, Disjunktion? Disjunktion. Also der Vorschlag war, wir verodern einfach ganz viele mögliche Konjunktionen, ganz viele Varianten und so können wir alles darstellen. Ne? Stichwort Logik, da stellt man ja auch eine ganze riesige Wahrheitstabelle als konjunktive oder disjunktive Normalform dar. Dankeschön. Zwei Folien noch. Dann machen wir genau das. Also die Intuition, ihr seht, die Intuition zieht sich durch das ganze Ding durch und das ist eigentlich alles super naheliegend. Ihr dürft euch nur nicht von der Notation abschrecken lassen. Okay, ich fahre fort. Achso, den Beispiel wollen wir machen. Ich mache einfach mal einen Schritt. Ne, also wir haben hier diese aktuelle Hypothese, die wir gelernt haben. Nach dem ersten Schritt, naja, wir setzen halt alles so, wie unser X es gesagt hat. Ne, wir umkringeln halt ein X, nachdem wir den ersten Schritt gesehen haben. Und jetzt kommt das zweite dazu. Das passt natürlich nicht, weil dieses x2 ist noch nicht drin in unserem aktuellen Kreis, beziehungsweise es ist nicht konsistent. Und dann gucken wir, was wir ändern müssen. Minimal Generalizations, das heißt, wir ersetzen nicht alles einfach durch Fragezeichen, sondern wir ersetzen das, was uns aufstößt, und das ist halt hier dieses High, ne? Das war vorher normal. Und dann machen wir da ein Fragezeichen hin, eine Wildcard. Und das machen wir so lange, bis wir alle Examples durchhaben und dann haben wir unseren Kandidaten Find S gefunden. Ja, und so weiter. So, jetzt gibt es hier noch ein paar Fragen, die auch so ein bisschen zum Selbststudium einladen. Da haben wir auch heute früh angeregt darüber diskutiert, ob das so eine gute Idee ist. Tatsächlich, also ich habe mir das nochmal genau sagen lassen, wie das hier ist. Die Frage ist, haben wir das einzige Konzept gelernt? Habe ich gefragt, Martin, meinst du da nicht, haben wir die einzige Hypothese gelernt, also das einzige mögliche Theta sozusagen? Nein, er meint tatsächlich das Konzept. Die Frage ist, haben wir hier einfach nur Enjoy Surfing gelernt oder haben wir halt einfach gelernt, Enjoy Surfing aus der Perspektive von Martin? Ne?
Das ist halt so ein bisschen die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir einen gegebenen Datensatz haben und wir lernen genau diesen Datensatz. Vielleicht passt das auch auf andere Datensätze. Vor allem versuchen wir ja zu generalisieren auf die Zukunft, auf ungesehene Beispiele. Also in die Richtung geht so ein bisschen diese Frage. Ja, warum fangen wir mit der, oder warum sollten wir überhaupt die maximal spezifische Hypothese finden wollen? Da war so ein bisschen die Idee, stellt euch vor, es wäre ein Riesenproblem, wenn wir etwas fehlerhafterweise als positiv klassifizieren. Stichwort Orkan. Riesenproblem, wir schicken die Surfer raus, ja, ne, macht Spaß. Riesenproblem. Das heißt, je kleiner wir unseren Kreis machen von den Sachen, die wir akzeptieren, desto besser. Ne, das kommt immer auf die reale Anwendung an. Da müssen wir uns was überlegen. So, das ist genau die Frage, die ich gerade beantwortet habe. Danke nochmal. Inconsistencies, die Frage habe ich auch schon beantwortet. Oh, genial, ne? Also was passiert, wenn zwei verschiedene Meinungen existieren? Passt nicht. Der Algorithmus kann gar nicht damit umgehen, ne? Also das eine Sample, was positiv klassifiziert wird, fließt in den Algorithmus ein. Das andere Sample, was negativ klassifiziert wird, wird ignoriert. Ne? Erinnert euch an den Algorithmus, wir überspringen einfach alles. Ne? Hier nur if c gleich 1. So, und die letzte Frage, inappropriate hypothesis structure, das ist genau, was hier vorne gefragt wurde, ne? Warum denn eigentlich diese konjunktiven Klauseln die ganze Zeit, bleibt undetektiert. Wir haben keine Möglichkeit zu sagen, ja, also vielleicht ist unsere generelle Herangehensweise mit dieser Modellfunktion schon schlecht, weil wir haben ja am Ende was gefunden, was funktioniert. Ne, unser Konzept wird perfekt reproduziert. Wunderbar. Ob das generalisiert? So, und jetzt kommt die versprochene Erweiterung in den sogenannten Version Space, also vom Hypothesis Space in den Version Space. Und jetzt haben wir nicht nur eine Hypothesis in jedem Eintrag, sondern mehrere. Unter einer bestimmten Bedingung, und das steht hier unten, aber ich versuche das ganz langsam zu erklären. Wir gucken uns diejenigen Hypothesen an, aus unserem Hypothesenraum von vorhin. Für die gilt, sie sind konsistent mit unserem Datensatz. Ne? Also wir gucken uns den kompletten Datensatz an und die sind jetzt konsistent. Was heißt das? So, hier ist es auch schon illustriert. Hier sind alle nochmal dabei. Wir erinnern uns vorhin an unser Beispiel. Wenn ihr zu Hause seid, guckt es euch nochmal an. All diese Tupel, die hier stehen, erfüllen sind konsistent mit unserem Datensatz. Das sind alles verschiedene legitime Antworten auf die Frage ganz am Anfang, die ich gestellt habe: Was würdet ihr denn sagen? Wie würdet ihr beschreiben? Wann macht Surfen Spaß? Und die sind jetzt hier wieder in so einer Ordnung angeordnet. Und das ist eine andere Ordnung. Und wir gucken uns jetzt an, wie sie funktioniert. Brauchen wir nicht. Oder guckt es euch gerne zu Hause an, aber brauche ich jetzt nicht ansprechen. Es gibt sogenannte Grenzmengen. Und die habt ihr gerade auch schon auf der Folie gesehen. Die sind jetzt hier super kompliziert nochmal erklärt, aber diese Färbung hilft euch so ein bisschen, das zu verstehen. Und ich gehe da auch ganz langsam nochmal drüber. Also die Idee ist, dass wir hier oben, wie gesagt, die sind alle konsistent. Ne, unsere Hypothese, die komplett mit Wildcards vollgekleistert ist zum Beispiel, die ist nicht konsistent mit unserem Datensatz. Die darf hier gar nicht auftauchen. Aber trotzdem können wir hier ein maximal spezifisches und ein maximal generelles oder mehrere maximal generelle Hypothesen uns bilden. Und genau das, was ich gerade gesagt habe, steht hier in dieser Formel. Das heißt, wir gucken uns alle Hypothesen an, die konsistent sind. Wichtige Bedingungen, Version Space, alles muss konsistent sein. Kleinen Moment. Und es gibt es gibt keine Hypothese, die noch genereller ist und konsistent ist. Das heißt, wir sind wirklich am Ende der Leiter angekommen. Das ist die Bedeutung davon. Und das Gleiche hier nochmal in die andere Richtung. So, jetzt eine Frage. Ach so, genau. Trotzdem, ich bleibe nochmal auf der Folie und eröffne nochmal die Runde für Fragen. Gucken wir auf die Uhr. Ist cool aus. Okay.
Was ist das Schöne an unserem Version Space? Alles ist konsistent. Alles ist konsistent. Alle legitimen Antworten werden erfasst. Und insbesondere liegen diese ganzen Geschichten, die hier in der Mitte stehen, also das hier oben und unten sind die Extremisten unter euch sozusagen, die dann sagen, ja, ich möchte aber unbedingt, also ich möchte mir wirklich sicher sein, dass ich an dem Tag auch surfen kann. Und das sind die, die, die sagen, ja, Hauptsache ich kann mal surfen gehen. Und alle, die dazwischen liegen, die lassen sich tatsächlich aus der Kombination von diesem HS und diesem HG ableiten. Das heißt, ihr nehmt euch zum Beispiel das hier und guckt euch an, okay, ich möchte das jetzt einen Schritt in die Richtung von dem hier bilden. Das heißt, ich möchte eine Wildcard ersetzen durch ein Literal. Und schwupps, bildet ihr die hier oben. Und das ist jetzt wichtig, weil das ist die Motivation davon, warum jetzt noch ein Algorithmus kommt und warum wir es nicht bei FindS belassen. Sobald wir HS und HG kennen, kennen wir auch alles, was dazwischen ist. Das heißt, mit HS und HG können wir alle möglichen Meinungen sozusagen, die konsistent sind, wichtig, beschreiben. Und das machen wir jetzt, glaube ich. Ach so, nee, wir machen erstmal noch ein Theorem, was exakt das besagt, was ich gerade gesagt habe. Jedes Mitglied aus dem Version Space, wie gerade eben, liegt genau zwischen zwei Mitgliedern aus diesen HG und diesem HS. Andersrum HS und HG. So, hier ist das nochmal als Formel dargestellt. Ne, für jede Hypothese, die ich mir angucke, finde ich eine aus der Menge oben und eine aus der Menge unten. Und meine aktuelle Hypothese liegt genau zwischen den beiden. Und hier steht nochmal genau das, warum jetzt dieser Algorithmus so wichtig ist. Und er ist ein bisschen kompliziert. Ich habe auch nicht mehr allzu viel Zeit, aber er wird in den Übungen nochmal besprochen, beziehungsweise in der Hausaufgabe. Wendet ihr den einmal an und das ist auch eine gute Vorbereitung für die Klausur. Merkt man, dass ich die Klausur mir ausdenke mit Lukas? Okay. Ja. Also wie gesagt, die Übungsaufgaben sind die perfekte Vorbereitung auf die Klausur. Ist aber eigentlich kein Geheimnis. So. Los geht's. Das ist nur die halbe Wahrheit. Der Algorithmus ist tatsächlich noch länger, aber ich fange erstmal mit dem hier an. Wir wollen also unser HG und HS finden, ne? Also unsere Version Space Representation, den generellen und spezifischen. Wie fangen wir dann an? Naja, wir fangen an, indem wir die maximal generelle Hypothese, das heißt dieses Wildcard-Ding hier reinpacken und hier packen wir dieses Fallsum-Ding rein. Und dann gehen wir alle Samples durch. Und der große Unterschied zum FindS-Algorithmus ist, wir gehen jetzt sogar auch die negativen Examples mal durch. Wir schmeißen alle raus aus HG, die nicht konsistent sind. Wie gesagt, wir müssen konsistent bleiben. Das ist das, was wir die ganze Zeit predigen. Für jede Hypothese, die nicht konsistent ist, in diesem HS, schmeißen wir sie auch raus und werden also wenden die Minimal Generalizations an. Wie gesagt, wieder konsistent bleiben und wir gehen in diesem Lattice. Also das bedeutet, ich habe gleich ein Beispiel, da ist es auch in diesem Lattice nochmal erklärt. Und dann minimieren wir das Ganze noch, weil uns interessiert ja nicht, uns interessiert ja so eine minimale Darstellung von unserem ganzen Hypothesen-Version-Space. Deswegen entfernen wir da ein paar Sachen. Im negativen Fall passiert das Gleiche, nur umgekehrt an ganz vielen Stellen. Mein Tipp ist, ihr dürft ja ein Schmierblatt benutzen, schreibt euch das auf das Schmierblatt drauf in der Klausur. Spickzettel. Steht alles auf der Webseite, lest die Webseite. Weil hier sind ein paar Sachen verdreht. Ne, HS, da stand hier HG. Wichtig ist hier Konsistenz. Nichts ist schlimmer, als wenn ihr hier positiv evaluiert denkt. Dann ist die ganze Aufgabe falsch. Nicht machen. Ne, genau lesen, Konsistenz. Hier ist auch G durch S ersetzt und umgekehrt. Hier geht es auch wieder um Konsistenz. Konsistenz heißt etwas anderes, wenn das ein negatives Beispiel ist. Ne? Negative Example, dann muss es halt zu false evaluiert werden von unserem Modell. Und so weiter. Beispiel. Wir fangen an mit unserem HS0. Unseren Fallsaar sozusagen und unseren ganzen Wildcards hier unten. Jetzt kommt ein Beispiel dazu.
Das Beispiel wird positiv klassifiziert, das heißt, wir nehmen die obere Seite des Algorithmus. Und jetzt entfernen wir alle, die nicht konsistent sind. So, das hier ist mit nichts konsistent, das heißt, das fliegt schon mal raus. Und stattdessen packen wir da was rein, und zwar die Minimal Generalizations für das hier und unser Example. Und dann haben wir das hier in unserem HS. Nächster Schritt, das nächste positive Example. Also wieder hier gucken, inkonsistent. Was heißt das? Naja, wir müssen das durch die Minimal Generalizations ersetzen. Wir packen hier so ein Wildcard rein. Nächstes Example, Negative Example. Das heißt, wir sind hier unten. Das ist inkonsistent mit dem hier, weil es würde ja angenommen. Ne? Das wäre ja völlig okay, aber wir wollen ja, dass da 0 rauskommt. So, das heißt, wir ersetzen es durch die Minimal Specializations. Das heißt, wir werden ein Tick spezifischer. Und was heißt ein Tick spezifischer an der Stelle? Naja, wirklich die komplette Bandbreite. Das heißt, einmal das Sunny machen wir einen Tick spezifischer, einmal das Warm machen wir einen Tick spezifischer und einmal das Same. Wenn ihr den Algorithmus euch in Ruhe nochmal anschaut, dann kommt ihr dahin. Wie gesagt, das kann man hier komplett durchmachen und irgendwann konvergiert das dann. Von oben konvergiert das an der Stelle, von unten an der Stelle. Und das, was hier aufgespannt wird, dazwischen, wie gesagt, das Theorem besagt das, das ist euer kompletter Version Space. Also zusammen mit dem hier. Das sind alle möglichen Hypothesen, die konsistent mit eurem Datensatz sind. Fragen? Ja. Sehr gute Frage. Beantworten wir gleich. Es kommt drauf an, ist die Antwort. Aber genau, seid schon mal gespannt. Achso, die Frage sollte ich wiederholen. Welche davon am sinnvollsten ist, genau. Kann man das schon sagen, ja. Vorsicht, das ist ein Negative Example. Das heißt, wir müssen von unten anfangen. Achso. Ja, da gibt es eine Einschränkung im Algorithmus. Ich habe das jetzt natürlich nur hoppla hopp erzählt. Das merkt ihr dann, wenn ihr das mal selber durchrechnet. Es gibt noch eine Bedingung. Also das ist genau die Stelle, die du gerade meintest. Y muss natürlich konsistent sein mit X, aber es muss Mitglieder von HS geben, die spezifischer sind. Das heißt, nur wenn andererseits ein Konflikt entstehen würde in diesem HS sozusagen, dann packen wir das auch wirklich rein, weil sonst interessiert es uns ja gar nicht. Das Schöne ist, dadurch, dass wir diese Bedingung stellen, müssen wir nicht nochmal den kompletten Datensatz uns angucken, alles was davor kam, um hier zu schauen, was hier reingehört, weil wir müssen ja konsistent bleiben. Das heißt, wir müssen mit allem, was in dem Datensatz davor passiert ist, konsistent bleiben, aber wir gehen ja nur einmal durch den Datensatz durch. Huch, naja, die Antwort liegt darin, dass das alles schon hier drin destilliert sozusagen erfasst ist. Und wenn wir den Algorithmus befolgen, gibt er uns genau diese konsistenten Dinger. Hypothesen. Weitere Fragen? Ja. Huch, ne? Also ich wiederhole nochmal für alle, was ist, wenn plötzlich eine andere Feature-Ausprägung dazu kommt? Cloudy, haben wir noch nie gesehen. Genau. Genau, also was machen wir da, ist die Frage. Das Schöne ist, alle Möglichkeiten sind hier erfasst, ne? Weil das ja alle Möglichkeiten sind, die konsistent sind mit dem bisherigen Datensatz. Das heißt, wir könnten uns jetzt entweder einen da rauspicken oder wir machen das, was da hinten gefragt wurde, mit dem, ja, welches davon wählen wir jetzt. Das machen wir beides jetzt sofort. Okay, sehr schön. Ich mag das, wenn Fragen kommen, die genau die perfekte Überleitung sind. Das ist nochmal die Zusammenfassung von den Punkten, die jetzt kommen und das sind im Wesentlichen Fragen, die gerade gestellt wurden. Was wäre denn damit, wenn wir Examples aus D ziehen nach einer bestimmten Strategie? Das heißt, wir gucken uns nicht
alle Examples an, sondern nur ganz bestimmte. Und das hat tatsächlich einen Namen, das nennt sich Active Learning. Das heißt, das Modell fragt quasi den Nutzer, ja, was wäre denn hiermit zum Beispiel? Und der Nutzer antwortet es und so kann man sehr effizient diese Annotierungsaufgabe, Stichwort die Biologen und die Pferde und so, sehr effizient gestalten und sehr günstig. Gucken wir uns auch gleich an, ist ein großes Thema, großer Forschungsbereich. Partiell gelernte Konzepte, was kann ich damit machen? Ensemble-Klassifikation habe ich auch noch eine Folie zu. Bias habe ich auch noch eine Folie zu. Hier war noch die Frage, Candidate Elimination, konvergiert das gegen eine korrekte Hypothese? Naja, wie gesagt, Konsistenz. Ne? Aber was in unserem Datensatz nicht gewesen ist, das können wir natürlich auch nicht beantworten. Und wann kommen wir mit einem Empty Version Space an? Die Frage hatten wir auch schon, das beantworte ich jetzt. Ich gucke mal schnell, ob ich eine Folie dazu habe. Nee, habe ich nicht, dann beantworte ich das jetzt. Wenn wir einen Widerspruch haben. Wenn wir einen Widerspruch haben, dann gibt es ja gar keine Hypothesen, die konsistent mit allen Learning Examples sind. Das heißt, unsere Menge der Hypothesen ist leer. Sowohl HS als auch HG. Wenn euch das in der Klausur passiert, Tendenz und ihr seht den Widerspruch nicht in dem Datensatz, den ihr vor euch habt, habt ihr tendenziell was falsch gemacht. So. Active Learning. Wie gesagt, die Idee ist, generell das Modell fragt den Nutzer, du, wie sieht es aus hiermit? Das ist natürlich, wenn wir Sprachverarbeitung machen, deutlich einfacher. Wir geben einfach dem Nutzer den Satz, den wir gerne annotiert hätten. Der Nutzer annotiert den Satz, wunderbar. Wenn wir hier uns erstmal an den Strand setzen und dann warten wir so lange, bis das vom Modell gewünschte Beispiel kommt an Wetter, sitzen wir noch lange da. Ne? Aber das ist dann für so Sachen gedacht, wo wirklich spezifisch der Nutzer etwas annotieren kann aus seiner Vorstellung heraus. Das heißt, das Modell fragt, ja, was ist denn jetzt hier bewölkt, Wind, Wasser ist warm und so weiter, was machst du da? Und der Nutzer stellt sich vor, doch, da würde ich surfen gehen. So kann das effizient annotiert werden. So, ich glaube, ich habe noch Zeit. Ne? Ja, 5 Minuten habe ich noch. Wie bezieht sich das hier drauf? Das ist ja die Frage. Wir gucken uns einfach diesen Raum hier an und schauen uns ein Beispiel an, aus dem wir maximal lernen. Das heißt, ein Beispiel, bei dem wir diese HS und HG möglichst nah aneinander kriegen. Und das leitet sich eben genau aus diesem Raum ab. Wenn wir mal gucken, hier Sunny sollte schon erfüllt sein, Warm, Normal, also möglichst spezifisch sozusagen, sodass wir nicht wirklich beantworten können mit HS und HG, dass es am Rand liegt. Was heißt dieses am Rand liegen? Naja, wenn das halt mit positiv bewertet wird, dann können wir das HS weiter generalisieren, also weiter nach unten drücken. Wenn das mit negativ beantwortet wird, können wir das HG weiter nach oben drücken. Das ist so ein bisschen die Idee von Active Learning. Ist jetzt nicht der Schwerpunkt, aber Stichwort Explainability. Ich glaube, diesen Claim vom Anfang glauben mir inzwischen alle. Ich sehe, was das Modell macht. Ensemble Learning. Also die Frage ist, welchen davon nehme ich denn jetzt? Erstens, das kommt auf die Anwendung an. Stichwort Surfen, wenn ich halt auf jeden Fall vermeiden möchte, in widrigen Wetterbedingungen zu surfen, dann nehme ich natürlich etwas, was möglichst spezifisch ist. Wo auf keinen Fall die Überraschung kommt, dass gesagt wird, ja, Gewitter, ne, da kannst du ruhig surfen. Wenn ich, das nennt man Kosten am Ende, ne? Die Kosten, die damit verbunden sind, dass ich halt im Gewitter bin und dann gerettet werde und so weiter, sind halt deutlich höher als die Kosten, wenn ich einen Nachmittag allein vorm Fernseher verbringen musste, weil ich halt mich nicht getraut habe zu surfen. Und das kann man verrechnen. Und das kann man in das Modell, was optimiert wird, auch einfließen lassen. Stichwort Loss, ne? Wenn der Loss aus den Kosten berechnet wird, machen wir auch in der Übung. Da habe ich auch tolle Praxisbeispiele, ich freue mich. Oder andererseits, das andere Extrem gibt es natürlich auch. Oder, jetzt ist die Idee, wir machen ein Ensemble. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Modelle, die ja alle funktionieren, alles konsistent. Und wir zählen jetzt einfach mal, was die Mehrheit sagt, die Mehrheit der Modelle. So, hier packen wir rein, zählen einfach mal, so 6 von den Dingern sagen, können wir machen. 0 sagen, Surfen macht keinen Spaß. So, für dieses Beispiel ist es genau umgekehrt. Für dieses Beispiel halbe. Ne, da wird es schon schwierig, da müssen wir uns dann überlegen, eine Strategie ausdenken, was wir da machen können, wenn eben keine Einigung besteht.
Hier ist es dann wieder etwas eindeutiger. Aber wie gesagt, auch hier können wir das mit einer Kostenfunktion verknüpfen. Ne? Auch hier können wir sagen, ja tendenziell, also wenn das so aussieht, wäre es trotzdem lieber, wenn wir hier eher auf diese Seite hier gehen würden, weil ich habe schon mal Surfen verpasst und das war echt der traurigste Tag meines Lebens. Wie gesagt, das ist völlig abhängig von dem Nutzerszenario und das ist auch, wenn so ein Machine Learning Engineer hingeht, eine große Aufgabe, den Nutzer zu verstehen oder den Product Owner zu verstehen, was der möchte und dann daran die Funktionen, die optimiert werden, die Algorithmen anzupassen. So, und das letzte Konzept, genau, das mache ich schnell noch. Ja, das ist das Inductive Bias. Und das haben wir ganz am Anfang schon angeworfen, da kamen auch ein paar Fragen schon zu. Die Frage war, wir haben doch da jetzt eine ziemlich krasse Annahme getroffen, indem wir gesagt haben, dass wir diese Klauseln nur nehmen, ne? Konjunktive Klauseln und so weiter. Was ist denn jetzt mit Beispielen, wo das eben nicht so zutrifft? Vor allem, was ist auch mit Beispielen, wenn wir einen Widerspruch erzeugen? Ne? Weil, habe ich vorhin schon angesprochen, ne? Das gleiche Beispiel tritt nochmal auf, plötzlich ist der Experte eine andere Meinung. Und was ist mit Beispielen, das wurde auch gefragt, wo dann plötzlich hier so eine dritte Klasse auftritt? Dann wäre ja die Antwort, wenn das hier No ist, ja, es gibt kein konsistentes Modell. Ne? Geht nicht, weil wir ja hier diesen Wildcard haben. Problematisch. Wir haben also eine Annahme getroffen und diese Annahme schreibt uns etwas vor, was wir am Ende bereuen, sozusagen. Das heißt, wir haben a priori Annahmen getroffen. Und ich habe das jetzt als Problem dargestellt und ihr alle denkt jetzt, oh, was, oh, ne, problematisch, Annahmen treffen, schrecklich. Falsch. Annahmen sind gut. Das habt ihr ganz am Anfang gemerkt, als ich schon gesagt habe, ihr könnt auch einfach alles hinschreiben. Ne? Ihr macht euch eine Wahrheitswertetabelle oder so eine Lookup-Table mit allen Szenarien. Sobald wir eine Annahme treffen können, die Annahme, dass bestimmte Dinge generalisieren und so weiter, können wir lernen. Alles andere nennen wir nicht lernen, sondern wir brauchen halt eine Annahme, wir müssen ein Modell annehmen, erst dann können wir was lernen, etc. Also das möchte ich, dass ihr das noch mitnehmt an der Stelle. Hier gibt es nochmal diese Definition von dem Inductive Bias, die Menge der Annahmen, die zusammen mit den Trainingsdaten die Klassifikation rechtfertigt. So, hier hat dann jetzt, achso, das ist genau das, was ich gesagt habe, ne? Ihr könnt die ganze Tabelle euch einfach hinschreiben, aber so wirklich schlau ist das nicht, sondern ihr solltet halt Annahmen treffen, das sind in der Regel die besseren Algorithmen. So, dann, das ist dann die kleine Hausaufgabe jetzt, ihr denkt mal drüber nach, welche den stärkeren Inductive Bias hat. Ja, kleiner Tipp, schaut euch an, wo stärkere Annahmen getroffen werden oder wo mehr Möglichkeiten offen gelassen werden, sozusagen, bei welchen der beiden Algorithmen. So, ich bin perfekt am Ende. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns in einer der Übungen und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß nächste Woche bei der Vorlesung.